Schönen guten Morgen, guten Abend, hallo. Aus dem hallo. Profil Fernsehstudio bei mir Alwin Schönberger, Ressortleiter Wissenschaft bei Profil. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir diese Woche keine Außenpolitik oder Innenpolitik oder Wirtschaftstitelgeschichte haben, sondern es geht um Wissenschaft und es geht um unsere besten Freunde. Und das sind nicht Katzen, Hunde, Hühner, sondern Bakterien, Viren, Pilze und so weiter. Ja. Wir haben immerhin 40 Billionen Freunde. Wow. Die begleiten uns nahezu. Okay, das gesamte 40 Billionen Freunde, das geht sich mit Facebook nicht aus. Ja. Die bewohnen den Darm hauptsächlich. Dort das sind 40.000 Milliarden. Ja. Ja. Bewohnen den Dickdarm hauptsächlich, aber auch andere Bereiche des Verdauungstraktes, aber auch die Mundhöhle. Da sind ganz schön viele unterwegs. Ja. Mundhöhle, die Haut natürlich auch. Mhm. Ja. Und das ist das sogenannte Mikrobiom, wie man sagt dazu. Mhm. Und es geht immer mehr in die Richtung, dass man erkennt, der Mensch ist alleine gar nicht lebensfähig. Also er braucht die Gesellschaft dieser kleinen Freunde und Helfer, um Nahrung zu verwerten, die man sonst gar nicht verwerten könnte. Also Familie braucht man nicht, aber Die braucht man auf jeden Fall. Familie braucht man jetzt nicht zum Leben. Ich meine, die braucht man schon, weil sonst war man nicht auf der Welt natürlich. Ja. Aber dann kann man braucht auch mal entscheiden. Man die 40 Billionen Freunde. Ja. Okay. Das kann man sich vorstellen als 10 Decker Leberkäs oder ist es ein halbes Kilo? Mehr. Es sind ungefähr 200 Gramm. Wow. Für knapp ein Viertel Kilo. Den schleppt man so durchs ganze Leben. Okay. Zum Glück muss man sagen, ja, weil die Vorstellung, das sind alles, also Keime und Bakterien sind böse. Mhm. Davon lösen wir uns allmählich und sagen ganz im Gegenteil, die meisten davon sind tatsächlich unsere Freunde und helfen uns bei sehr vielen wichtigen physiologischen Prozessen. Mhm. Woher kommen die, wohin gehen die? Die werden ja nicht im Spermium und in der Eizelle drinnen sein. Also woher kommen die? Nein, im Gegenteil. Ja. Bevor wir auf die Welt kommen, sind wir steril. Die erste große Bakteriendusche findet im Geburtskanal statt. Okay. Also da werden wir mal in Kontakt gebracht mit einer Vielzahl von Keimen und im Lauf des Lebens ändert sich das auch immer wieder. Also egal, was wir tun. Wenn bei jeder Geburt kommen neue dazu. Wenn wir hier stehen, diesen Tisch hier angreifen, die Haltegriffe in der U-Bahn angreifen, wenn wir Luft holen, schaufeln wir Unmengen Bakterien in. Also es ist ein ununterbrochener Austausch und eine neue Besiedelung, die hier stattfindet. Wenn wir Sport treiben, wenn wir Diät machen, wenn wir zum Rauchen aufhören, ganz egal was, ändert die Zusammensetzung unseres Mikrobioms. Wenn wir sterben, diffundieren die ins Erdreich oder werden mit verbrannt oder Sternenstaub. Sternenlieb. Ja. Und die braucht man hauptsächlich mal für Verdauung? Man braucht sie für Verdauung, man braucht sie, um auch Krankheiten abzuwehren. Die sind ganz, ganz wesentlich als erste Barriere gegen Krankheitserreger, die halten die ab. Die besetzen teils einfach die Plätze und lassen den bösen Keimen keine Chance, sich hier niederzulassen. Mhm. Ja. Und man erkennt, dass sie in sehr vieler Hinsicht wesentlich sind im Zusammenhang mit wichtigen Krankheiten. Allergien zum Beispiel, Autoimmunerkrankungen, Übergewicht. Wir haben Superbakterien, ja. aber so die alte Geschichte von guten und schlechten Futterverwertern stimmt hier tatsächlich bis zu einem gewissen Grad, weil je nach Besiedelung durch Darmmikroben ändert sich der Energiegehalt, den man aus der Nahrung gewinnen kann. Okay. Das heißt, wir sind schlechte Futterverwerter. Wir sind im Grunde schlechte. Wir sind schlechte Futterverwerter. Mhm. Und die Guten haben das Problem, dass sie halt tatsächlich sehr viel Energie aus Nahrung gewinnen. Das ist mal gut, schlecht zu sein in dem Zusammenhang. In diesem Fall ist das so. Evolutionär hat es einen Sinn gehabt, guter Futterverwerter zu sein, weil dann hätten wir halt bessere Chancen in den Hungerzeiten. Oder Winter oder sonst irgendwas. Ja. Genau. Okay. Das Problem haben wir halt heuer eher nicht mehr so, sondern im Gegenteil, wir leben im Überfluss. Okay. Und da haben wir ja die Schwierigkeit, dass wir ein Problem kriegen, wenn wir zu viel Energie aus Nahrung gewinnen können. Was muss man tun, um unsere 40 Billionen Freunde bei Laune zu halten, zu hegen, zu pflegen? Schwere Frage. Das ist natürlich etwas, was die Wissenschaft sehr interessiert. Die Frage, was ist ein gutes, ein gesundes Mikrobiom, ist leider so nicht zu beantworten. Man weiß es nicht. Es differiert ja auch von Mensch zu Mensch. Gibt es eine optimale Mikrobiomernährung?
weiß man auch nicht. Genau, lässt sich so einfach nicht sagen. Es gelten so die allgemeinen, langweiligen, aber richtigen Ernährungsempfehlungen. Ausgewogen, pflanzliche, also ballaststoffreiche Kost und so. Also das ist keine große Überraschung, aber jetzt ein Geheimnis, dass er, wenn ihr jetzt das esst, dann habt ihr die Superbakteriengemeinschaft. Das scheint es leider nicht zu geben. Mhm. Antibiotika? Fährlich, Antibiotika, eigentlich? Sowas wie ein Kettensägen-Massaker im Darm. Ja, also damit wird radikal mal also Massenvernichtungswaffen ausradiert. Und das schätzen die natürlich gar nicht. Mhm. Zum Glück hat der Mensch natürlich die Fähigkeit, sich zu regenerieren. Okay. Ja. Sehr spannend, herzlichen Dank. Es gilt ja die Weisheit, dass Tiere auf der Titelseite verkaufen. Mal sehen, ob es in dem Fall auch so ist. Viel Vergnügen.